Ich lese Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörung aus dem Verlag Schattauer. Und im Kapitel 5 Genetik bin ich angekommen bei 5.3 Zwillings- und Adoptionsstudien und Antisozialität. Und ich möchte sagen, in dem Kapitel steht nur noch Blödsinn. Das ist gedruckte Scheiße. Also, 5.3 Zwillings- und Adoptionsstudien und Antisozialität, dritter Absatz. Selbsteinschätzungen ergaben höhere Erblichkeits- und Umweltscores. In Klammern I.S. gemeinsame Umwelteinflüsse, Klammer zu, als Fremdeinschätzungen. Kinder wiesen die höchsten Erblichkeits- und Umweltraten auf. Jugendliche lagen im mittleren Bereich, während die Werte bei Erwachsenen am geringsten ausgeprägt waren. Es gab keine geschlechtsspezifischen Unterschiede. Das war der dritte Absatz. Tschüss.